In diesem Video schauen wir uns an, wie wir eine Reißverschlusstasche nähen können, zum Beispiel für die Innenseite einer Handtasche. Hier ist meine Vorlage für meine Reißverschlussöffnung, und zwar ist sie genauso lang wie mein Reißverschluss ist. Sie ist 1,4 cm hoch und dann ist noch eine mittlere horizontale Linie, die 0,7 cm von der oberen und unteren Kante entfernt ist. Und dann am Ende sind noch die kleinen Dreiecke, die ungefähr 1 cm an der Spitze sind. Wir bügeln das Bügelvlies auf die linke Seite unseres Innentaschenteils und übertragen die Vorlage für die Reißverschlussöffnung auf das Bügelvlies. Dann legen wir das Innentaschenteil rechts auf den Innenstoff des Beutels. In diesem Fall nähe ich eine Innentasche in den Semitonbeutel hinein, aber du kannst natürlich auch eine Tasche auf die Außenseite einer Handtasche oder ganz woanders aufnähen. Als nächstes nähen wir entlang der äußeren Linie der Vorlage im Rechteck, um die Öffnung für den Reißverschluss zu formen. Wir schneiden die mittlere Linie und die schrägen Linien an den beiden Enden der Öffnung auf. Dabei achten wir darauf, dass wir nicht in die Naht hineinschneiden. Dann ziehen wir den Innentaschenstoff durch die schlitzförmige Öffnung hindurch und bügeln den Stoff.
Nun legen wir den Reißverschluss hinter die Öffnung und stecken ihn fest. Als nächstes nähen wir den Reißverschluss an die Öffnung mit einer Nahtzugabe von ca. 3 mm. Dann falten wir die untere Kante des Innentaschenteils auf die obere und stecken sie fest. Wir nähen entlang der Seitenkanten und der oberen Kante und unsere Reißverschlusstasche ist fertig. Es ist so wunderbar, wenn man eine schicke Reißverschlusstasche in eine andere Tasche hineinnähen kann, um seine Schlüssel und Portemonnaies und Handys zu verstauen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und dass du mit mir zusammen genäht hast. Gib dem Video doch einen großen Daumen hoch, abonniere den Kanal für mehr Videos, wenn du magst und folge mir auf Facebook, Instagram und Twitter. Ich würde mich sehr freuen, dich da zu sehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!